noch ein Wunder. Der Rhythmus, das Klingende sein in einem Lied. Es ist immer noch die Musik. Der Rhythmus, der verbindet und uns allen eigen ist. Es ist immer noch ein Wunder, wie wir zusammen erleben, wie glücklich Musik macht. Es ist immer noch ein Wunder. Wir erleben, dass Musik in uns lacht. Und ich denke an all meine Freunde, mit denen ich gespielt und gelacht habe. Denn die Ziele, die bei allen anderen waren, weswegen es auch manchmal bei uns Streit gab. Und was, weswegen ich jetzt alleine hier stehe und warum ich jetzt hier stehe und die Welt retten will, in Klang und Takt und die Schönheit, in der ich meinen Rhythmus und meine Texte einbette. Sehe, dass mein großes Ziel zu klein war, dass es sehr viel größer ist, alleine klein zu bleiben. In mir, allein in meinem Kopf, das ganze Orchester und den ganzen Rhythmus aller Ursprünglichkeit. Es ist immer noch ein Wunder, der Rhythmus, das Klingende sein in einem Lied. Es ist immer noch die Musik, die uns Freude macht und die in uns lacht. Es ist immer noch ein Wunder, wie wir zusammen Musik erleben. Es ist immer noch ein Wunder, wie glücklich Musik macht. Und ich denke an die Musiker, die man weltweit beachtet, die gefördert werden, doch leider werden sie auch ausgeschlachtet. Und an deren Texte, die wir sie, die an Menschlichkeit hingen, die Menschen, die wie Sternschnuppen zu schnell vergingen. Und dass wir systematisch Ungleichheit schaffen und sie in Klang und Takt hineinraffen. In den Takt und den Klang und die Musik hinein. Ziel zu klein war, dass es sehr viel größer ist, alleine klein zu bleiben, allein in meinem Kopf, das ganze Orchester und den ganzen Rhythmus der Ursprünglichkeit.